also wenn sie wieder reden kann, darfst du gleich ein bisschen Medley vortragen. Halli, hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch. Und ich mache das Video, was Josie jetzt schon ziemlich lange erwartet. Und zwar ein Wahrheit- oder Pflicht-Video. Und dazu habe ich mir natürlich die Elisa von Elisa und Kiwi ins Boot geholt. Wir machen mal ein Video wieder zusammen. Und ihr habt jetzt schon den Vlog gesehen und jetzt kriegt ihr natürlich noch ein zweites Video hinten dran, was wir produziert haben. Ich habe da etwas vorbereitet und zwar sind hier drin so kleine Zettelchen. Rot bedeutet Pflicht und gelb bedeutet Wahrheit. So, dass wir nicht irgendwie Flaschentränen machen müssen oder so. Einfach Wahrheit oder Pflicht spielen. Und derjenige, der dran ist, zieht. Und mit Augen geschlossen. Und ihr wisst dann schon, was er hat, bloß er weiß es noch nicht ganz, bloß erst, wenn er es vorliest und natürlich die Farbe sieht. Ja, dann würde ich sagen, Wahrheit oder Pflicht? Mit Elisa von Elisa und Kiwi. Viel Spaß! Ich würde meinen, der Jüngere fängt an. Lass dich von deinem Gegenüber die Lippen schminken. Der Lippenstift darf nur zwischen zwei Fingern klemmt sein. Ich habe da mal was vorbereitet. Wunderschöne Farbe. Oh Mann, du musst mich hassen. Vor allem jetzt ist die erste Sache. Ich werde das restliche Video so aussehen. Ich bin der Joker. Nicht ganz. Was, wer ist hier drüben? Es ist auch meine Pflicht. Klebe dir für zwei Runden den Mund zu. Toll, als nächstes hast du Wahl. Also. Das war der Sinn der Sache. Toll. Ich würde dann mal sagen, jetzt übernehme ich die Moderation. Auf welchen YouTuber bist du neidisch? Oder wo fragst du dich, warum er Erfolg hat? Neidisch auf einen YouTuber. Eigentlich bin ich gar nicht neidisch auf die Leute, weil die haben sich das erarbeitet. Gut, da würde ich einfach mal sagen, ApoRed, Leo Mascher, diese ganzen Prank-Leute, die dadurch berühmt geworden sind. Und ich frage mich, warum? Warum gewinnt Dummheit? Das frage ich mich. Bei diesen Leuten, diese Leute, die einfach durch Schwachsinn Erfolg und Klicks kriegen. Es ist Pflicht. Soll ich vorlesen? Da musst du aber jetzt den Rest des Spiels, alles, was du sagst, singen. Super, also wenn sie wieder reden kann, darfst du gleich ein bisschen Medley vortragen. Du bist gleich frei, oder? Mhm. Mache ein Selfie von dir, poste es auf Facebook mit dem Untertitel Ich bin die Hübscheste. Mach ich das jetzt nicht? Passt es. Singe ein Lied, als würdest du unter der Dusche stehen. Weil ich ja jetzt sowieso alles singen muss, was ich sage, kann ich jetzt auch singen, wie ich unter der Dusche singe. Und zwar habe ich letztens aus einem Poplied eine Arie gemacht und das habe ich dann unter der Dusche vorgetragen und die Dusche hat gesagt, weil sie hat mir noch Wasser gegeben.
Okay, so weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, was wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Nehmen wir den. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Das Peinlichste war damals, als ich beim Weihnachtsmarkt mitgeholfen hatte und Weihnachtsengel war, aber dann alle Welt dachte, es wäre meine Cousine. Oh Mann! Aber es ist sowas Ähnliches. Das letzte Mal bei unserem Stadtfest, wo ich nicht da sein konnte, war eine, die sah mir sehr ähnlich und alle Welt hat gesagt, Mensch, das hast du immer so schön gemacht. Das war mir auch peinlich. Dann von einem Lob zu kriegen für etwas, was ich nicht getan habe, weil ich nicht mal da war. Ich habe eine geheime Zwillingsschwester, von der ich nichts wusste. Mein Vater auch nicht, er hat sie kennengelernt. Keine Ahnung, wusste nicht, wer die Frau ist. Weiter geht's! Oh, warum denn? Immer wenn jemand dich sagt, dann klatsche in die Hände. Okay. Dann bin ich jetzt wohl wieder. Gut, wer hätte es erwartet? Was würdest du gerne ausprobieren? Traust dich aber nicht. Pole Dance. Das ist alles schon okay. Das wollen wir doch alle schon mal ausprobieren, bloß dass ich dann aussehe wie so ein. Ich würde das echt gern machen. Übrigens, du musst klatschen. Ich habe da mittlerweile schon mal eins gezogen. Hast du in einem Buch schon einmal vorgeblättert, weil du wissen wolltest, wie es ausgeht? Ja, bei Harry Potter 7. Bei Harry Potter 7 wollte ich wissen, ob er stirbt. Das ist, was du vorgeblättert? Ja. Solltest du einmal viel Geld verdienen, würdest du es mit jedem teilen? Ja. Würde ich viel Geld verdienen, würde ich auf jeden Fall spenden und wohltätige Zwecke tun und solche Sachen. Das ist definitiv nachträglich. Ja. Die letzte! Nein, es sind auch so noch eine. Mensch, das ist ja für die nächste Runde. Sei eine Runde ein völlig anderer Charakter. Dein Gegenspieler sucht ihn aus. Komm, Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. Ja, was hat denn die kleine Elisa da gezogen? Hast du schon mal die Schule geschwänzt? Nö. Ich bin der Meinung, man sollte nicht schwänzen. So für den pädagogischen Effekt. Schwänzt nicht die Schule, ihr werdet es bereuen. Hey! In welchen Star warst du früher unheimlich verliebt? Ganz doll verliebt war ich in Robert Pattinson, aber nicht in Twilight, sondern in Harry Potter. Als Cedric Diggory. Ja. Hier kommen ungeahnte Wahrheiten ans Licht. Ich mochte dich mal, weißt du das? Oh. Nein! Spiele eine Szene aus deinem Lieblingsfilm oder Serie nach. Mein Lieblingsfilm ist Die fabelhafte Welt der Amelie mit. Und da gibt es diese Szene, wo die Leute ja immer sagen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und Amelie für ihren Teil mag es ja, die harte Schale von Creme Brûlée mit ihrem Löffel
aufzuschlagen. Und deshalb... Welches Tier sieht der Person neben dir am ähnlichsten? Ich finde ein Schwan. Ein was? Ein Schwan. Ein Schwan? Ein wunderhübscher Schwan. Mit einem langen Hals und so. Ein Schwan. Ja. Ein Schwan. Ja. So, das war Wahrheit oder Pflicht mit Elisa von Elisa und Kiwi. Und ihr habt ein bisschen was über uns erfahren. Und ich musste die ganze Zeit singen. Ich muss jetzt erstmal meine Stimme schonen, es ist Erkältungszeit. Ich gebe dir gleich einen Halsbonbon. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich doch ganz schnell. Ihr könnt natürlich auch auf Elisas Kanal vorbeischauen, die schon ganz viele Abonnenten mehr als ich hat. Und da noch ein Abonnent werden. Werdet der 125. Das sind schon 125. Werdet der 126. meine Social Media Plattformen hier unten in der Infobox und natürlich auch den Link zu ihrem Kanal hier irgendwo oder hier unten in der Infobox. Ja, Josie, das war das Video für dich. Du wolltest ein Wahl- oder Pflichtvideo von mir und ich habe es gemacht für dich. Ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Dann sage ich noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Tschüssi!